Ja, wir sehen auf dieser interessanten Konferenz, dass sich natürlich die Kerntechnologie wie Zerspannungstechnik oder die klassischen Fertigungsmethoden auch stetig weiterentwickeln, aber die großen Gamechanger wie Digitalisierung, Industrie 4.0 sich immer mehr Bahn brechen und auch das Thema Zerspannungstechnik mit beeinflussen. Die Digitalisierung wird auf allen Ebenen die Luftfahrtindustrie verändern, von der Teileherstellung bis hin zum Betrieb. Von der Teileherstellung aus dem besseren Verständnis der Fertigungsprozesse und der Adaptierung an Echtdaten der einzelnen Fertigungsschritte. Wir selbst am IWF der TU Berlin machen ja auch sehr viel in diesem Bereich. Und ich finde gerade diese Konferenz hier in diesem Zusammenspiel wirklich Industrie und Wissenschaft bringt das Thema auch wirklich voran, beziehungsweise zeigt, dass sozusagen den Bedarf dieses Thema wirklich in der Industrie auf. Und ich finde es persönlich auch sehr gut, dass die Fragen, die dann aus der Industrie gestellt werden, immer wieder neue Denkanregungen für die Industrie, beziehungsweise nicht für die Industrie, sondern für die Wissenschaft aufzeigen. Damit schließen sich dann auch wieder neue Wissenschaftsfelder bzw. Fragestellungen. Wir haben jetzt die 17. Konferenz und wenn ich Revue passiere, haben wir damals angefangen mit einfachen Zersparenprozessen, mit wirklich Aluminiumbearbeitung. Es hat sich dann die Industrie natürlich verändert. Wir reden heute über CFK-Rümpfe. Wir brauchen Titanbearbeitung. Das hat sich entwickelt. Das ging damals eigentlich erst ganz langsam los. Dann ist das 3D-Drucken dazugekommen. Jetzt die Digitalisierungsstrategien und man muss sagen, das hat die Konferenz eigentlich total verändert. Wir haben in den ersten beiden Vorträgen heute haben wir eigentlich nichts über Zerspannung gehört. Das war das Interessante. Damals war alles komplett Zerspannung. Also die Entwicklung ist einmal natürlich technikgetrieben, sehr stark, was passiert im Flugzeugbereich und was interessiert die Menschen, was bringen sie weiter. Und das hat die Entwicklung ganz wesentlich bestimmt.